Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Kennst du das? Du verträgst Kritik schlecht, du nimmst Rückschläge sehr persönlich und du bist nach Niederlagen tagelang reizbar und depressiv. Und möchtest du gerne etwas daran ändern, dann ist mein neuer Audiokurs genau das Richtige für dich. Und zwar heißt dieser neue Audiokurs, wie du Schwierigkeiten besser meistern kannst. Und ein großer Faktor dabei ist die Resilienz. Und Resilienz haben wahrscheinlich die wenigsten von euch schon mal gehört. Resilienz ist die Fähigkeit, Kummer zu kanalisieren, statt zu explodieren. Resilienz ist die Fähigkeit, negative Gefühle in positive Emotionen umzugestalten. Resilienz ist die Fähigkeit, sich zu wehren. Resilienz ist die Fähigkeit, Schwierigkeiten zu meistern. Resilienz ist die Fähigkeit, Rückschläge auszuhalten und die Wunden der eigenen Seele zu heilen. Resilienz ist aber auch der Wille zu überleben. Resilienz ist die Disziplin, Herausforderungen anzunehmen. Also Resilienz führt schließlich dazu, dass du am Morgen in den Spiegel schaust und dort ein fröhliches Ich siehst, statt ein verbittertes, trauriges oder zorniges Ich. Und wenn dich jetzt einige dieser Punkte so ein bisschen angesprochen haben, dann möchte ich dir meinen neuen Audiokurs sehr ans Herz legen. Dort wirst du lernen, dich von Krisen schneller zu erholen, Niederlagen als Chance zu sehen und auch zu nutzen, Krisen selbstbewusst und immer besser zu managen, lösungsorientiert und ganzheitlich aus Fehlern zu lernen, und du wirst in dem neuen Audiokurs lernen, mutig deine Komfortzone zu verlassen. Und ich habe das Thema Resilienz mit Weiblichkeit kombiniert, weil ich finde, dass das beides sehr eng miteinander zusammen verknüpft ist. Und es gibt auch ein Kapitel zum Thema, wie wir die Resilienz bei unseren Kindern erhöhen können. Das heißt, wenn ihr während dieses Audiokurses merkt, wie gut euch das tut, eure eigene Resilienz zu stärken, habt ihr da auch gleich einen Ansatzpunkt, wie ihr das im Alltag mit euren Kindern umsetzen könnt, für eure Kinder umsetzen könnt. Und wie auch schon beim letzten Audiokurs, habt ihr ein Workbook. Das ist wunderschön, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist 23 Seiten lang, das Workbook. Dort könnt ihr eure ganzen Gedanken reinschreiben, die Notizen zu den Übungen reinschreiben. Denn im Audiokurs gibt es ganz viele Übungen. Es gibt Input, es gibt Interviews, es gibt auch zwei Meditationen wieder dabei. Und das ist jetzt nicht so ein Audiokurs, der sich über mehrere Wochen zieht, wo ihr jeden Tag eine Stunde investieren müsst. Ich habe das wirklich alles auf das Wichtigste heruntergebrochen, habe es wirklich immer ganz kurz und knackig, die wichtigsten Informationen, ohne viel drumherum zu labern, für euch in eine Audiodatei gepackt. Und damit ist es wirklich sehr, sehr komprimiert, dadurch aber auch sehr, sehr effektiv und gerade für uns Mamas auch zeitsparend. Natürlich müsst ihr euch die Zeit für euch nehmen, das sage ich auch immer wieder, das ist auch wichtig, aber ihr werdet mit wenig Zeitaufwand einen sehr, sehr hohen Erfolg erzielen können, weil ich das wirklich so komprimiert und auf den Punkt gebracht wie möglich für euch zusammengefasst habe. Und wenn euch diese Themen interessieren, wenn euch das jetzt angesprochen habt, dann klickt sehr gerne auf den Link unten in der Infobox und besorgt euch jetzt meinen neuen Audiokurs, wie ihr Schwierigkeiten besser meistern könnt, auch zum Einführungspreis. Es wird nur die nächsten Tage für 9 Euro statt für 19 Euro zu haben sein. Ich wünsche euch viel, viel Freude mit dem Audiokurs und wir sehen uns ganz bald wieder bei meinem nächsten Video. Bis dahin, tschüss!